Ja, da bin ich auch schon wieder, würde ich sagen, weiter geht's mit Zelda, Tears of the Kingdom auf der Nintendo Switch. Wir sind jetzt ja hier angekommen, haben im letzten Part das Wüstenrennen hinter uns gebracht und den einen Schrein, den wir nicht gelöst haben und einen, wo wir Rauros Segen hatten. Hier gehen wir jetzt wahrscheinlich, würde ich sagen, wenn ich auf die Karte mal schaue, wie ich es ja schon sagte, am Ende eben, also hier oben zu diesem Loch und dann in den Untergrund, weil hier waren wir noch gar nicht hier unten. Bin gespannt, was uns hier erwartet. Das könnte natürlich auch wieder sehr, sehr interessant werden. Das heißt, erstmal absteigen und den Berg hochklettern. Also, normalerweise hätte man sich da auch hinbauen können, oder? Moment. Immer kurz schau. Ich könnte stürmen. Ich kann auch zum Turm. Wir machen das so, da brauche ich nicht klettern, geht schneller. Bauen uns einmal hoch zum Turm. Ja, und wie gesagt, im Untergrund, ich bin gespannt, was da unten noch alles auf uns wartet. Es gibt ja mega, mega viel im Game, was wir noch nicht haben. Und ja, für weitere Bonusparts ist natürlich noch genügend Platz, auf jeden Fall. Das heißt, erstmal da runter in den Abgrund und mal schauen, wie gesagt, was dort wäre. Und erstmal hoch. Vielleicht finden wir irgendwo auf dem Weg noch ein paar Schreine oder irgendwas. Die Markierung war jetzt die rote, ne? Moment. Ne, die pinke sehe ich gerade, okay. Also einmal zum pinken rüber. Ah, da vorne sehe ich auch gerade schon. Das Gerudo, die Hochebene hier übrigens, da sind wir auch noch einmal ganz kurz durchgerannt, wo wir die Karte aufgedeckt hatten. Also hier oben haben wir auch noch gar nicht so viel erkundet. Das heißt, wenn ich hier könnte natürlich auch sein, dass hier irgendwo Schreine sind und so. Wir haben auch, glaube ich, gerade mal knappe 80 Schreine. Recht wenig, würde ich jetzt sagen, eigentlich. Auch da hinten, da waren wir auch überall noch gar nicht drauf, sehe ich gerade. Oh, hier unten. Ah, da ist immer noch ein Griok, sehe ich gerade. Oha. Das könnte man auch demnächst mal in Angriff nehmen. Müsste ich natürlich erst privat vielleicht so ein bisschen kochen und so. Damit wir genügend, ja, Rüstung haben, Ausdauer und was zum Futtern und so. Dann könnte man mal schauen, dass wir in irgendeinem Part die Grioks in Angriff nehmen. Weil es gibt da ein paar mehr von denen. Das ist, glaube ich, so ein Frost-Griok, ne? Haben wir noch gar keinen von besiegt bisher. Okay, somit erstmal hier hin. Und mal schauen, wie gesagt, was das für ein Abgrund wäre. Würde sagen, direkt runter. Wäre Abgrund am Gerudo-Gipfel, okay. Und ich habe gerade eben schon den Sensor gehört. Irgendwo war auf jeden Fall ein Schrein oben. Aber wir wollen ja in den Untergrund. Habe ich hier überhaupt genügend Leuchtsamen und so ein Kram mit? Klar, ein Leuchtsamen nur, das fällt mir jetzt erst ein, super. Aber unten findet man auch eigentlich teilweise welche, ne? Vielleicht sehen wir irgendwo auch eine Wurzel. Ja, da vorne sehe ich gerade sogar direkt. Ich würde sagen, direkt zur Wurzel hin. Einmal markieren. Dann könnte man zumindest ein bisschen was sehen. Hier im Untergrund. Es müssten auf jeden Fall noch überall so Baupläne sein. Da haben wir auch das Kampfflugzeug und so. Und das Kampfportal. Was war es? Im vorletzten Part haben wir das ja bekommen, die Baupläne. Könnte natürlich sein, dass wir hier noch ein paar mehr finden irgendwann. Rüstung, denke ich mal, gibt es natürlich auch noch genügend. Okay, ich wollte gerade sagen, erstmal Wurzel aktivieren. Und mal schauen. Die Wurzel des Lichts vertreibt das Dunkel oder leuchtet deine Umgebung. Ja, zumindest ein Buschen, wie gesagt. Okay, schau mal auf die Karte. Aber man sieht da recht wenig. Das sieht auch so dunkel aus, die Ecke hier, oder? Die anderen Bereiche sehen recht hell aus. Okay. Und das sieht eher so duster aus hier. Was ist hier? Da scheint auch irgendein Bauwerk zu sein. Okay. Ich würde sagen, ich setze da mal eine Markierung, wenn das da nicht zu dunkel wäre. Muss mal schauen. Sonst müssen wir wirklich erst schauen, dass wir wieder hochgehen und Leuchtsam bekommen.
Na, ich hatte jetzt nur einen Leuchtsam, na super. Das heißt, ich könnte gar nichts beleuchten, es sei denn, ich baue ein Teil oder renne hier mit Minero rum. Was ist das? Das sieht sehr mysteriös aus. Das heißt, direkt mal hin, na? Also hinten links ist auf jeden Fall zu dunkel. Riesige Wand sehe ich gerade. Na, ein Buschenbach sieht man hier unten auch. Aber was ist das für ein komisches dampfendes Vieh? Ist das ein Eberrock? Oha. Könnte man natürlich versuchen. Ich würde sagen, wenn wir schon hier sind und ihn sehen. Na, ist glaube ich Eberrock, okay. Aber mit Miasma verseucht. Ein Glazirock wäre das, okay. Und eist mich direkt ein, klar. Schelle und einmal weg. Okay, das ist ein Glazirock, okay. Ja, klar. Das heißt, ich kann gar nicht so an ihm ran. Ich müsste, glaube ich, erst Feuer drauf kommen. Moment. Feuer haben wir. Bomben hätte ich zum Beispiel mit. Hauen wir mal drauf. Ja, so mit Powderbüschen. Und wir können drauf. Dann schön draufhauen auf seinen Kristall hinten. So, unser Erd. Er gibt bestimmt gute Materialien, oder? Hoffe ich doch. Wenn er sich jetzt wieder eineist. Ja, klar. Also, wir haben noch eine Donnerblume, haben wir mit. Und er macht mich hier halt fertig. Oh. Jetzt könnte man eigentlich drauf. Aber ich sehe gerade, er kriegt wieder Eis an der Seite. Zumindest seine Arme sind wieder aus Eis. Ne? Aber wir haben ihn schon fast. Noch ein paar Mal drauf. Okay, leider nur eine Schelle bekommen. Weiß nicht, hatten wir schon mal einen Glazirock? Ich glaube nicht, ne? Hau zu, genau. Und dann kann ich schnell wieder hoch. Und drauf da. Somit geschafft. Oh, ich sehe gerade. Nice. Er hat auf jeden Fall so ein großes Herz aufgedroppt. Und könnte man eine Waffe mitbauen? Meine Synthese. Ich werde jetzt mal schauen, Menü. Waffen haben wir ganz viel gute. Wo hau ich das ran? Ich würde sagen, ich nehme einfach mal einen rostigen Zweihänder. Was anderes hätte ich jetzt nicht. Und hau das da mit dran. Ne, haben wir Synthese aktivieren. Ja, somit haben wir das Herz von ihm jetzt hier an der wunderschönen Waffe. Können so natürlich auch Gegner mit einfrieren und so ein Eineisen. Die Rohstoffe natürlich alle schön mitnehmen. Sogar ein Diamantballer mit bei. Mega cool. Ich würde sagen, hat sich gelohnt. Sagen wir wenigstens eine schöne Waffe. Ich nehme aber erst mal, glaube ich, das Master Schwert. Gut, Frage wäre, hier vorne sieht man da zumindest noch ein Buschen was. Könnte man kurz mal ein Buschen rumrennen? Zumindest dank der Wurzel ist hier ein Buschen Licht. Ja, man sieht auch schon, da vorne ist irgend so ein Bauwerk. Und hier auch für Minero sehe ich gerade, könnte man vielleicht sogar. Ach, wir haben Mine im Agartal, haben wir hier. Oh, sehr cool. Das wäre für Minero hier und das hier ist dann die Mine. Krass. Eine weitere Mine, die wir immer noch gar nicht entdeckt hatten. Plus eine Truhe. Mit immerhin großer Sono-Energiekristall, das passt. Oh, werden so noch ein paar Ehrlichter, sehe ich gerade. Was war es jetzt hier? Ja, hier haben wir noch ein paar Waffen. Und nochmal eine normale Energiesphäre, okay. Das ist die Mine hier, okay. Wie soll ich das gerade verstehen, das kleine Ding? Oder einmal weiter durch. Schauen wir erstmal ein bisschen rum.
Haben wir wenigstens auch wieder ein paar Erze hier, sehe ich gerade. So Nanium können wir eigentlich sehr gut gebrauchen im Moment. Die Ehrlich, da muss man schauen. Aber im Moment wieder 100 Erze hier, ist okay. Ah, es gibt hier noch mega viele Sachen zu entdecken, oh. Das sieht aus wie eine Brücke. Keine Ahnung, warum die hier ist und was wäre das da? Oh, ich sehe gerade, das ist glaube ich so ein Höhleneingang. Könnte man da glaube ich mit Minero drauf, oder? Habe ich an ihrem Arm, habe ich nichts dran, oder? Ja, super. Und verbindbar mit X. Ja, am rechten Arm und linken Arm habe ich leider nichts dran, super. Dann schau ich mal kurz. Da haben wir zumindest hinten diese Minero-Station. Die eine Station, ich würde sagen, da gehe ich mal schnell hin. So, irgendwas muss da ja sein. Das ist eine Wand, die man aufmachen kann. Wenn du mal auf die Karte schaust, das soll die Mine sein hier allgemein, hier auch komplett der ganze Bereich, okay. Hier ist der Hammer. Müsste auf jeden Fall einen Arm vom Minero mal was dranhauen. Oder immer schau. Da sind ein paar Ventilatoren. Ein paar Bomben haben wir hier. Zeitbomben irgendwie. Super. Müssen wir schauen. Kann man am Arm, könnte man auch da oben liegen noch Raketen, ne? Wer jetzt verbinden drückt. Eine Bombe am rechten Arm. Schauen wir mal. Ja klar. Die aktiviert sich zwar und zieht mir dann gut Energie weg. Den Gleiter am Arm ran, das wird natürlich gehen und so dann zuhauen. Und hier Heißluftballon am anderen Arm. Das müsste eigentlich auch gehen, oder? Da haben wir wenigstens was am Arm dran und können vielleicht das da hinten aufmachen. Ja, sei es einmal schnell per Speed wieder hin. Müsste eigentlich klappen so mit dem Bauteil. Wo war es irgendwo hier vorne, oder? Noch ein anderes so hin. War ehrlich da noch mit. Ah, hier war es, genau. Lass mal schauen. Hä? Kann ich so nicht weghauen? Wie soll man das weghauen können? Oder Donnerblume, weiß ich gar nicht. Habe ich noch eine Donnerblume? Oh, eine hätte ich, versuchen wir aber mal. Zumindest einen ganz kleinen Buschen weggehackt. Ah, das ist glaube ich nur so Nanium, oder? Ich weiß nicht, ob dahinter noch was wäre. Könnte ja auch sein, dass da nichts ist. Oder hier mit der Keule nochmal drauf. Ah, damit wird es gehen, okay. Also ich müsste gar nicht mit Minero drauf, kann so das ganze Kram mitnehmen, okay. Immerhin ein bisschen Sonanium. Und mehr wäre das gar nicht, okay. Ich hätte jetzt ja gedacht, da ist irgendwas Schönes hinter, irgendwie eine Rüstung oder irgendwas. Aber leider nicht. Hier sehe ich gerade Erz. Ich muss sowieso mal schauen, also wir haben ja ganz ganz wenig Batterien an der Batteriemaschine. Die Batterien mal aufleveln. Könnte ich natürlich auch privat schauen, dass ich hier irgendwie rumrenne, unten wo wir schon waren. Und diese Kristalle so ein bisschen farme, wenn ich das irgendwie mal schaffe oder so. Und dann zumindest so wie man sieht, zwei Batterien haben wir unten. Eigentlich immer noch recht wenig, ne? Gut, wenn ich jetzt mal auf die Karte schaue, hier ist immer noch die Mine. Ich würde sagen,
Dann haben wir mal in die Richtung. Da ist nichts Spektakuläres, zumindest im Moment, oder? Noch kein Jäger versteckt, oder? Ja, da hinten sieht man ein paar Fackeln. Ich würde sagen, da schaue ich direkt mal hin. Also glaube ich nur ein paar Monster hier. Ein paar Bockblins und so. Aber immerhin. Okay. So eine Raubschleimkrieger hier. Und ich sehe gerade, Moment. Ich müsste sogar schauen, dass ich schnell was esse. Ich habe zwar nicht mehr viel Herzen. Aber zumindest die, die ich noch habe, einmal auffüllen. Ja. Und natürlich auch so ein silberner Bomben. Ja. Da scheint aber so eine Rohstoffmine zu sein. Ja. Aber es bringt nichts, wenn ich die weghau, oder? Wenn ich hier nochmal schaue. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes, auch keine Truhe. Also eigentlich schaue ich gleich, würde ich sagen, direkt weiter. Okay, wir sind jetzt hier an der Ecke. Nichts Spektakuläres im Moment. Ich sehe gerade hier der Bereich, der sieht eigentlich sehr interessant aus. Ist auch leicht beleuchtet. Gehen wir erstmal zur Wurzel und schauen mal dort rüber. Könnte vielleicht sogar ein Jägerversteck sein. Bin ich eigentlich sogar sehr heiß drauf auf dem Versteck und so. Wäre schon cool, wenn wir noch einen neuen Bauplan bekommen würden. Okay. Ich würde sagen, direkt dort hin. Ich hoffe, dass die Wurzel die Helligkeit reicht. Oh, hier noch mehr Bocklin. Okay. Und da hinten ist auch wieder so ein Blockkonstrukt. Na, hier unten sieht man noch, da ist gerade so die Ecke noch. Mine im Gerudo-Tal. Okay. Oh, ich sehe gerade, da könnte was Interessantes sein. Aber mal schauen. Ja, Tatsache. Eine Zeithose sogar, okay. Der Held, der durch die Zeit reiste, soll sie getragen haben. Man sagt, sie wurde von einem Volk gefertigt, das den Wald sein Zuhause nennt. Mega cool, dass wir hier direkt sogar was sehr Schönes finden. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hat sich also doch gelohnt, hier runter zu gehen. Hier ist so wieder ärgerlich, dass ich keine Samen habe. Hier höchst du einen. Ja, dann sieht man hier zumindest Busche was, okay. Aber mehr wäre das nicht, aber immerhin, würde ich sagen. Das heißt, wir sind hier nicht umsonst runter. Jetzt müsste ich erst wieder schauen, dass ich wieder genügend von den Leuchtsamen bekomme. Hier könnte man natürlich noch die Erze mitnehmen. Können wir alles sehr gut gebrauchen eigentlich. Super. Ich müsste wirklich schauen, dass ich erst mehr Leuchtsam und mehr Donnerblumen so crafte. Beziehungsweise finde. Dann lassen wir den Erz erstmal da hängen, würde ich sagen. Zumindest Zeithose schon mal rausgeholt.
Ja, mehr ist hier jetzt aber auch nicht. Nur die Zeilhose, okay. Ein paar wunderschöne Erze natürlich. Sogar ein großes Sonarium. Sieht irgendwie schon wieder aus wie so eine Höhle. Einmal kurz schauen. Oder ist das die Wand, die wir eben eingehauen haben? Kann natürlich auch sein. Ne, ist irgendwie nicht wirklich was drin hier. Ja, da hinten, wie gesagt, wäre ein Blockkonstrukt, aber zu duster dort, ne? Hm. Auch keine Wurzel in der Nähe. Super. Dann wäre jetzt auch nicht in direkter Nähe, zumindest ist keine Bots zu sehen. Okay. Ja, lohnt ja nicht. Wenn wir keine Leuchtersamen haben, bräuchte man hier gar nicht weiter rumrennen. Aber zumindest haben wir die Mine im Gerudo-Tal und im Agard-Tal hier. Da war jetzt ja nichts Besonderes in der Truhe hier vorne. Aber hier ja immerhin die Zeithose. Ich überlege gerade wieder nach oben zu gehen, weil... Ja, wir haben keine Leuchtsamen. So ist es eigentlich ärgerlich, den Untergrund weiter zu erkunden. Das heißt, es hat sich zwar gelohnt jetzt mit der Zeithose. Aber... Wir können das so jetzt gar nicht weiter erkunden. Ne? Frage wäre, ist hier irgendwo ein Schrein in der Nähe? Wir haben hier oben aber keine Schreine gemacht. Doch hier sehe ich gerade. Also hier wäre auf jeden Fall ein Schrein. Das heißt, hier müsste eine Wurzel sein. Dann könnte man ja eigentlich dort in die Richtung rennen. Auch wenn das dunkel ist. Hier die Wurzel aufdecken, dann sehen wir da wenigstens was. Das heißt, weiter geht's im Untergrund. Direkt Richtung der nächsten Wurzel. Aber hier sind mehrere Felsen. Also Felswände. Ich glaube, das geht oben hoch, ne? Na, hier wäre der Band, super. Ich denke mal, da müssen wir, glaube ich, in das andere Loch hier. Weil das ist eine andere Ebene. Wenn ich hier mal schaue, ja, hier sieht man auch die Wand an der Ecke. Geht hier rum, da wo ich gerade drauf zu renne, da hinten, ne? Ohne Ende Felswände. Oder hier von der Wurzel, wir sind da unten, ne? Ich glaube, ich gehe zur Wurzel. Wenn das von da nicht klappt, wegen der Wand, dann müsste man oben in das kleine Loch. Ich denke mal schon, dass da auch irgendwas Interessantes wäre. Okay, so, somit zur Amuto-Wurzel zurück. Ich sehe gerade, wir können da eigentlich ganz kurz warten. Zumindest so, dass eine Leiste frei ist an Energie. Okay. Ja, würde ich sagen, schauen wir mal. Vielleicht finden wir noch irgendwas Schönes. Die Zeithose ist natürlich schon mal sehr, sehr cool, muss ich dazu sagen. Da gibt es, denke ich mal, auch ein Rüstungsteil, also für die, für Kopf und Brust und so. Zumindest Hose haben wir. Das Game ist aber auch riesig, ne? Kann man nur immer wiederholen. Hauptstory zwar durch, aber es gibt noch so viele Sachen, auch Quests und dies und das. Ich würde sagen, wenn wir demnächst noch weitere Parts starten, was er auch schon sagte vorhin im letzten Part, dass wir erstmal so die beiden großen Feen noch holen und so langsam so die Quests in Angriff nehmen. Weil es gibt mega, mega, mega viele Quests, die wir gar nicht gemacht hatten. Das wäre natürlich so eine Sache. Also Let's Play läuft natürlich nebenbei immer weiter. Ab und zu mal ein Part. Sind dann noch Bonus-Parts, kann man eigentlich sagen. Da wir die Story ja durch haben. Und ja, Quests sind natürlich auch interessant, wie zum Beispiel Befreie Akala. Wir hatten da eine Quest, war es Akala? Ich glaube, Akala hatten wir dieses Bringe Akala Frieden. Da gab es auch noch mehrere von, eine ganze Quest-Serie, die Episoden und so.
die auch mega interessant sind auf jeden Fall. Untergrund natürlich auch immer wieder interessant. Und ich sehe schon, da hinten ist die Wurzel. So, aber noch ganz schön weit weg. Und die soll hier gleich den ganzen Bereich da hinten ausleuchten. Den Minero erschöpft. Dann rennen wir erstmal kurz ein bisschen zu Fußballer. Müssen wir durchs Dunkel, aber. Und hier ist wieder so viel Miasma, ne? Also einmal wieder drauf. Und einmal mit Speed durch da. Klar, hier haben wir noch einen Kristallgigama. Okay. Müsste man irgendwann mal schauen, dass wir den irgendwann mal machen, wenn man hier Licht werden will. Okay, krass. Könnte man eigentlich sogar mal einen Totenkopf hinhauen. Auf die Karte. Klar. Und er trifft mich noch irgendwie. Ist nicht wahr. Ich wollte nur schnell zur Wurzel und er lässt mich natürlich nicht durch. Kann nicht sein, oder? Auch nicht schlecht. Wo fängt man wieder an? Ich glaube, er hat dazwischen gespeichert. Super. Okay, irgendwo hier an der Ecke waren wir gerade. Ja. Okay. Da killt er mich auf dem Weg zur Wurzel hier. Das wenigste das Totenkopf ist weg, ne? Kommen wir mal wieder hin. Hier vorne rechts war irgendwo. So, zumindest sieht man ein bisschen was mit Minero, dass er vorne so Licht dran hat. Na, da hinten ist er. Okay, das heißt einfach schon so die Richtung. Der Ventilator hinten ist kaputt. Kann gar nicht mehr beschleunigen. Solange er mir fern bleibt, passt das. So. Müsste eigentlich nur schnell zum Wall zu Licht holen. Das heißt, hier gleich aber vorne hochklettern. Okay. Hier können wir hier absteigen. Und ich sehe natürlich überhaupt nichts. Okay, hier ist schon die Wand, okay. Müssen wir wirklich schauen, dass wir ein paar Leuchtsamen demnächst bekommen. Oder halt die erst die Wurzel aufdecken und dann erkunden. Das geht natürlich auch so, wie ich es jetzt gerade mache, zur Wurzel hin. Und dann schauen, was da so wäre in der Umgebung. Okay, ich weiß nicht, wie hoch das ist, deswegen springe ich lieber nicht. Also auch schon wieder Miasma. Wir sollen gleich hochkommen. Ja. Okay. Und da hinten wäre die Wurzel. Ja, passt. Dann haben wir hier gleich wenigstens Licht. Die Onutam-Ayam-Wurzel haben wir hier. Okay. Und somit sehen wir tatsächlich die ganze Ecke da jetzt, okay. Die Wurzel des Licks vertreibt das Dunkel oder leuchtet die Umgebung. Und ich würde sagen, so noch mal kurz auf die Karte schauen. Aber wäre hier jetzt irgendwas Besonderes? Ich finde das auch so komisch, weil hier ist es so hell, da sieht man die Karte viel besser als hier. Ich weiß nicht, warum sie das hier so dunkel dargestellt haben. Da sehe ich gerade hier, okay, das ist für Minero so eine Stelle. War auch wieder für Minero. Das ist aber zumindest kein Jägerversteck in der Nähe, glaube ich. Die erkennt man ja so wie hier meist an den. Ja, so wie hier an diesen Buschen, so wie hier. Und hier unten waren noch welche, ne? Aber hier zum Beispiel sind da meist so Büsche rum und so.
Also hier oben könnte man kurz hinschauen, da ist irgendwas an der Ecke. Ja, da muss man auch wieder ganz hoch, okay. Ja, schauen wir mal kurz. Sind das noch nicht umsonst zur Wurzel gerannt, oder? Ja, wie gesagt, da müssen wir demnächst schauen. Es gibt ohne Ende Quests, was ich ja schon sagte eben. Da würde ich ganz gern, wenn wir noch weitere Parts starten, natürlich die Quests in Angriff nehmen. Plus die großen Feen, die immer noch fehlen. Eine große hatte ja geholt. Die ganzen Quests und Episoden auf jeden Fall so in den Vordergrund stellen, würde ich sagen. Die Sonanium-Teile, die Erze, die könnt ihr natürlich schauen, wenn ich es schaffe, privat, dass ich da privat auch nochmal rumrenne, diese Teile farmen, sodass wir diese an der Batteriemaschine die Batterien herstellen können. Wäre schon ganz cool. Vor allem, wenn man irgendwann wieder mit dem Flugzeug oder so unterwegs sein sollte oder mit dem Ballon oder so. Gut, hier schauen wir mal, wir sind oben. Das ist aber nicht so spektakulär aus, oder? Ja, es ist nur so ein, ja, ein Bockblendlager hier wieder. Eine Erzmine, okay. Klar, er eist mich direkt ein hier. Ja, ich würde sagen, hier müsste man gar nicht schauen. Hier könnte man höchstens so Erze fahren. Also Nanium, ne? Ah, okay, das wäre eigentlich alles hier, okay. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, da ist ein Versteck oder so. Aber es sieht auch wirklich so aus, als wäre hier nirgendwo so ein Jägerversteck wäre. Das hier sieht interessant aus da vorne. Also das sieht auf jeden Fall mega interessant aus. Das scheint irgendein Gebäude oder irgendwas zu sein, oder? Da waren wir, da sind wir noch nicht lang gerannt. Das heißt eigentlich zum Wurzel dann so runter. Machen wir mal, das sieht auf jeden Fall mega cool aus dort. Na, zumindest, wie gesagt, haben wir die Zeithose hier unten schon rausgeholt. Aber ich möchte am liebsten auch so ein Jägerversteck haben. Wäre schon cool. Mann, ich renne falsche Richtung, super. Da ist einmal hinten rum. Kann das sein, dass da hinten noch eine Wurzel ist? Ja, das ist glaube ich die, die wir aufgedeckt hat. Na, kann sein, dass es die eine ist. Okay. Ah, ich sehe gerade Tatsache, da oben fliegt direkt der nächste Jäger rum. Haben wir doch noch tatsächlich ein Jägerversteck hier? Mega cool. Ärgerlich ist so, dass ich hier mit dem Miasma verseucht bin die ganze Zeit. Sogar auf der Wurzel hier. Wie kommt man am besten da hoch, ohne dass man hier Miasma Herz bekommt? Ich würde sagen, erstmal hier irgendwo hochklettern. Ah, super. Natürlich nicht geschafft. Und ich müsste wirklich schauen. Da müsste man erst kurz an die Ecke hier irgendwo. Moment, hier. Erstmal auf Minero drauf. Mal schauen. Wo sie hin? Da. Wir haben überall dieses widerliche Miasma. Sogar an den Wurzeln, wo man eigentlich gar keinen Miasma sieht, ne? Wie komme ich da oben am besten hin? Sehen wir, da sind noch so Seile. Okay. Blei absteigen, okay. Ja, sogar hier an den Wurzeln, wie gesagt. Mega ärgerlich.
Gar nicht gut. Kommt man da nirgendwo so hoch, ohne dass man Miasma verseucht wird? Glaub nicht, oder? Ich kenne jetzt auch nichts, womit ich Miasma heilen könnte, außer mit der Wurzel, wenn wir zur Wurzel reisen. Dann müsste man ohne Ende heilen. Ne, bei Sonnenfleckchen, da müsst ihr erst wieder Rezepte herstellen, damit wir die Miasma-Herzen so heilen können. Super. Bin umsonst runtergerannt. Ich würde sagen, einmal schnell heilen bei der Wurzel. Und dann nochmal kurz schauen, oder? Man müsste erst unten mit Minero so nah wie möglich ran. Und versuchen dann hochzukommen. Aber wir müssten dann auf jeden Fall volle Energie haben, würde ich sagen, oder? Und wenn die Herzen gefüllt sind, müssen wir nur schauen, dass wir die auffüllen gleich und so. Reisekocher und so habe ich nicht mit. Die Kapsel haben wir mal aufgebraucht. Heißt so, jetzt auf die Schnelle kochen, könnte ich eigentlich gar nicht. Ja, immerhin volle Herzen. Schauen wir mal. Also kochen könnte man, aber ich habe keinen Reisekocher, oder? Ne, leider nicht. Okay, dann muss ich so essen. Was haben wir denn so? Ein paar Krabben. Super, das würde ich eigentlich am liebsten alles kochen. Na egal, müssen wir. Können wir alles neu sammeln. Dann futtern wir die ganzen Sachen weg, die ganzen Pilze. Werden wir heute zu Super Mario hier. Und die ganzen Pilze futtern. Aber das Fleisch würde ich sagen lieber aufheben. Ein bisschen Milch habe ich auch noch hier. Nein. Der Hyrule-Reis. Achso, haben volle Herz, okay. Da würde ich sagen, passt das eigentlich. Einmal schnell wieder hin. Und wie gesagt, mit Minero gleich schauen, dass sie so nah wie möglich rankommen. Glaube ich, kletter hier mal hoch. Und der eine Jäger, der heizt da oben die ganze Zeit mit seinem Flugzeug rum. Das heißt, eigentlich müsste hier auch bei dem Jägerversteck wieder so ein Bauplan sein. Das heißt, wir haben zumindest die Zeithose und dann, so wie es aussieht, wahrscheinlich einen weiteren Bauplan hier. Ja, da war es weiter noch. So ganz schön weit weg, okay. Ärgerlich nur, dass man auf den Wurzeln auch mir erstmal verseucht wird. Okay, ab hier muss ich schauen, Mineru. Ich muss einmal herkommen. Super. Ja, so nah wie möglich ran. Das heißt, mit ihr so auf den Wurzel hoch. Und dann mit Link gleich schauen, dass wir hochklettern irgendwo. Na, ich würde sagen, ab hier, oder? So also weiter komme ich, glaube ich, nicht. Da muss man wirklich schauen, oha. Kann ich hier irgendwo mit Deckensprung hoch? Ah, hier. Also hier an der einen Ecke, Moment. Nein, es fällt da noch runter, super. Mega ärgerlich. Klar, immer sobald ich ein erstmal Herz verliere, macht er das wieder weg, wenn ich das machen möchte, okay. Aber geschafft. Und zumindest an der Ecke jetzt in Sicherheit, naja, okay. Immer wenn ich hoch wollte, durch das Miasma, hat er es wieder weggemacht, okay.
Geht aber trotzdem auch ganz schön weit hoch. Und er fliegt da oben gemütlich. Ne, sind sogar zwei. Und den einen, den müssen wir, glaube ich, besiegen. Ja. Damit die eine Tür dann aufgeht für das. Für diesen Jägerbauplan. Klar. Wollte gerade sagen, geh weg, ey. Jetzt muss ich schauen, dass ich irgendwie hochkomme, ohne dass ich verseucht werde. Wenn die hier so lang fliegen, schießen die bestimmt auch Pfeile, oder? Man müsste nur hier schauen, hier könnte ich, glaube ich, gleich stehen. Ja, seid doch. Er schießt mit seinen Pfeilen da, ey. Muss eine Ausdauer aufladen. Ich sehe gerade, hier rechts könnte man gleich hin. Aber der nächste kommt. Hat sogar eine Ausrufezeichen gerade gehabt. Und setzt an mit Pfeil und Bogen. Na, geh weg, ey. Jetzt hat er mich fast runtergekickt. Kann nicht sein, oder? Aber gerade noch so geschafft. Okay, muss ich schauen. Aber kann er eigentlich? Ich sehe gerade da drüben ran. Ja, sind wir zumindest schon mal im Jägerversteck angekommen. Okay. Und hier haben wir dann die Jägernotizen. Eine interessante Erkenntnis von unseren Kartografier-Spezialisten, die Karten des Untergrunds anfertigen wollten. In mehreren Fällen wurden unübersehbare Ähnlichkeiten zwischen Untergrund und Oberflächen. Geländestruktur gefunden. Völlig deckungsgleich scheinen die beiden zwar nicht, doch womöglich lassen sich gewisse Regelmäßigkeiten finden. Ruhm Koga. Okay. Ja, jetzt müssen wir natürlich gleich den einen vom Himmel holen. Wie gesagt, der so ein komisches rotes Zeugs um sich drum hat. So eine Barriere. Wenn wir ihn haben, dann können wir hier irgendwo eine Tür öffnen. Auf Flugzeuge, Gleiter hätten wir auch zum Wegfliegen. Ey, auch sehr cool hier. Ich denke mal, die Tür ist oben drauf. Na, da müssen wir, glaube ich, noch höher. Frage ist im Moment. Er fliegt da hier irgendwo rum. Hier hätten wir zumindest Kanonenbauteile. Oh, Moment. Muss mal kurz schauen. Ich hätte hier zum Beispiel Reise 2 hin, ne? Hauen wir mal die Kanone ran, das passt. Gut, er da nicht, aber der andere fliegt da rum. Ah, da oben sehe ich gerade an der Einecke. Das heißt tatsächlich hier oben drauf. An dieser Ecke hier. Und schauen, dass ich ihn gleich dann mit der Kanone kriege irgendwie. Okay, hier wäre auf jeden Fall die Tür. Die müssen wir öffnen. Okay, das ist schon mal sehr cool. Und wo ist er? Da ist er, okay. Frage ist, kriege ich ihn so überhaupt? Klar. Das war aber nicht gut. Oder ich schmeiße die Waffe einmal drauf. Ja. Das hat auf jeden Fall funktioniert. R drücken und dann konnte ich die Kanone aktivieren. Okay. Ich dachte eigentlich, ich schmeiße die Waffe drauf, aber... Er hat so dann gefeuert, ey, schau. Ja, so könnte man mit R anvisieren. Ah, okay. Auch sehr cool. Ja, das heißt, wir haben es geschafft und können hier dann somit die Truhen öffnen. Wie man es kennt, natürlich immer erst ein großer Solo-Energiekristall. Und als nächstes natürlich dann unser verdienter Bauplan. Ja, mega cool. Auf jeden Fall Jägerbauplan. Hier wird beschrieben, wie man Solarbauteile und anderes Material zu etwas Neuem kombiniert. Nutze für Nachbau und die Bautomatik. Wäre dann eine Nebelrakete. Haben wir hier, okay. Die neue Bauplansteinplatte wurde in der Bautomatik registriert. Das ist mega episch. Die Baupläne sind sowieso so eigentlich das Geilste, muss ich sagen. Die Baupläne. Schauen wir mal, weil ich Bautomatik nehme. Könnte man die dann so bauen? Okay. Eine Nebelrakete. Ich würde sagen, einmal bauen zum Testen.
Okay, sehr komischer Bauplan, muss ich dazu sagen. Ah, das hängt auf der Rakete. Wenn ich das jetzt aktiviere, fliegt sie los. Schauen wir mal. Und da ist eine Bombe dran. Ah, okay. Auch nicht schlecht, muss man sagen, eigentlich. Das hat was. wenn man jetzt größere Gegner da hinten stehen hat, baut man dieses Teil und kickt dann diese Nebelrakete da drauf. Eigentlich mega cool. Was es hier nicht alles so für Baupläne ergibt. Ja, das letzte Mal hatten wir im vorletzten Part war es ja irgendwie dieses Kampfportal und das Kampfflugzeug bekommen, ne? Wollen wir mal schauen, wo waren das? Oh ja, hier, das Kampfportal ist ja auch neu, hatten wir auch erst neu. Und das Kampfflugzeug, das hat da vorne irgendwie auch so eine. Genau, hier ist es, genau. Auch mega cool. So eine Kanone vorne noch irgendwie mit dran. Auch Highlight, würde ich sagen, auf jeden Fall. Somit haben wir, wie gesagt, hier auch einen Bauplan. Ich würde sagen, das passt für den Part. Also die Zeithose und den Bauplan haben wir rausgeholt hier aus dem Untergrund. Und das können wir nicht wegnehmen noch, ne? Aber hier liegen noch ein paar Teile. Ich finde, das sind eigentlich die geilsten Sachen im Untergrund. Die Jägerbaupläne. Ja, mehr wäre hier nicht, außer er heizt halt so mit seinem Flugzeug rum da. Wenn man natürlich auch noch runterholen, dann trifft er mich tatsächlich noch mal mit dem Pfeil, oder? Aber ich ihn jetzt aber runterholen vom Himmel, das bringt nichts. Könnte höchstens hier jetzt mit dem Flugzeug abhauen. Aber meine Batterie ist halt immer noch so niedrig. Würde sagen, machen wir trotzdem, wenn wir schon hier oben sind. Und auf der Karte müssen wir mal schauen. Also hier Markierung einmal weg. Also hier an der Stelle, wie gesagt, wäre dann dieser Bauplan mega cool. Ich glaube, mehr Verstecke werden hier auch nicht, ne? Da waren wir eben. Da war also nichts Besonderes. Hier war ja die Zeithose. Und ja, rechts weiter müsste man erst schauen, dass man dort weitere Schreine findet. Frage ist hier an der Stelle, wo Türme sind, weiß ich gar nicht. Sind da auch Wurzeln? Wer würde dann ja hier anzeigen, ne? Glaub nicht, okay. Könnte natürlich sein, dass hier irgendwo weitere sind, aber ich habe oben keine Schreine. Deswegen müsste man blind rumschauen hier unten noch weiter. Hier wäre das eine Loch noch. Müsste man auch reinschauen, wäre dort, okay. Ich würde sagen, wir heizen erstmal mit dem Flugzeug los. Das ja, haut auch schon ab hier. Okay, Frage ist so, ich bin gerade verpeilt. Ich würde sagen, so in die Richtung. Mal kurz schauen. Ja, verbraucht natürlich ohne Ende Energie und ich habe keine Ersatzbatterien oder so. Das heißt, wir werden gleich einen Sturzflug machen. Da unten ist auf jeden Fall ein Blockkonstrukt. Und wir stürzen gleich wieder ab, aber ich glaube auch nicht, dass hier so irgendwas Besonderes ist. Die anderen Bereiche, wie gesagt, müsste man schauen, dass man da erst die Wurzeln wieder macht. Wenn man mal mehr sieht, können jetzt auch gleiten so, aber wird ja eh nichts bringen, oder? Will das eh nur abstürzen. Und vielleicht sehe ich ja da vorne irgendwo gleich eine Wurzel, wenn ich immer kurz rumschaue. Hier wäre zumindest wieder so ein Bauwerkstatt für Minero. Gut, da müsste man dann schauen, dass wir da sonst erstmal wieder hochgehen und dann da rein im Loch. Also oben hoch einmal zum Turm. Ja, dann müsste man dort auch erst wieder Wurzeln finden. Das ist das Ärgerliche. Ich habe jetzt keinen Schrein oben gemacht. Zumindest dort in der Nähe, ne? Das heißt, müsste man spekulieren, wo dort noch welche wären. Nur ohne Leuchtsamen wieder ärgerlich. Man sieht natürlich da gar nichts. Bis man die Wurzel hat. Wir können da ganz kurz aber reinschauen, das kleine Loch, würde ich sagen. Wenn wir schon dabei sind. Hier beim Gerudo hochladen. Schauen wir mal um. Wäre er hier, ne? So, gleich in der Nähe. Ah, da unten sehe ich schon.
Ah, da ist sogar ein Schrein an der Ecke, sehe ich gerade dort. Bei dem kleinen Mini-Winnie-Loch da. Das heißt, er müsste dann auch direkt dort beim Loch im Untergrund eine Wurzel sein. Wo sind wir hier? Ah, immer noch im Hochland, okay. Und ich glaube, hier ist irgendwo ein Drache in der Nähe. Ah, Schrein kommt näher. Krass, was wir alles noch nicht gemacht haben, ne? Kann ich noch immer wiederholen in den Part. Ja, da wäre direkt der Schrein dann, okay. Frage ist, wollen wir ins Loch oder gehen wir dort das nächste Mal rein? Man könnte ja hier den Schrein, würde ich sagen, mitmachen. Das wäre der Rom-Zuma-Schrein. Ich würde sagen, wir schauen rein und versuchen ihn direkt. Und in einem Loch könnte man dann demnächst runter und dort weitere Baupläne suchen. Die Wurzel vielleicht gleich noch holen schnell. Wenn wir den Schrein natürlich schaffen. Einen Schrein im letzten Part was habe ich jetzt leider nicht geschafft. Ja, das erste Mal in Zelda Tears of the Kingdom, dass ich den Schrein nicht geschafft habe. Müsste ich nach einer Lösung schauen. Aber schauen wir erstmal hier rein. Ich würde sagen, wenn man neue Schreine, neue Gebiete entdeckt, passt das. Im Gleichgewicht wäre die Aufgabe okay. Das heißt. Im Gleichgewicht. Okay. Könnte man, glaube ich, mit Zeitumkehr arbeiten, oder? Nur einfach so rüber. Geht natürlich auch, ja. Okay. Weiß jetzt nicht, was mit Gleichgewicht. Okay, man muss noch schauen. Das hier so. Zeitumkehr würde ja, glaube ich, gehen, ne? Einmal statt hoch. Ah, nicht gut. Deaktivieren jetzt nochmal Zeitumkehr. Ne, dann müsste ich den erst so machen. Ah, hier ist ein Fass, sehe ich gerade. Ah, okay. Das heißt, man müsste das, glaube ich, hier mit raufnehmen. Da rankleben. Ah, okay. Das ist mit Gleichgewicht gemeint. Könnte man auch mit Zeitumkehr machen. Wenn man es mal so sieht. Hier ist auch wieder so ein Stein. Und da auch mehrere dran, ne? Hier da oben soll man, glaube ich, hoch, okay. Plus da drüben sogar noch die Truhe. Könnte man die Platte Ei an diesen Stein ranhängen hier? Den dann da oben dran klatschen. Sieht das ein bisschen komisch aus, würde ich sagen, oder? Aber schauen. Ja, könnte man so ran, okay. Und nice, somit zumindest die Truhe hier. Immerhin ein großes Solarium. 15 Stück haben wir. Frage ist, hier ist ja die Aufgabe Gleichgewicht. Das Teil geht hier aber gar nicht runter. Müsste man hier, glaube ich, Blöcke wegnehmen. Ah, anscheinend, Moment. Den kann man gar nicht. Hä? Da kann man irgendwie keine Blöcke wegnehmen. Oder muss die Truhe drüben? Kann das sein, dass sie hier mit ran muss? Ne, kann man gar nicht mitnehmen, okay. Oder ich baue das Teil, Moment. Okay, jetzt fällt die Platte natürlich noch unten runter. Kann man zum Glück wieder hochholen, okay. Na, da könnte man sich so hochbauen, oder?
Baue mich da jetzt einmal mit der Platte so hoch. Wenn das dann funktioniert, was ich hier vorhabe. Hier einmal so ran. Weiß nicht, ob das klappt. Man müsste schauen. Ah, fast. Du musst vorne ein bisschen runter. Eigentlich so ungefähr. Also einmal so rauf und dann hoch, okay. Ich weiß nicht, ob das so richtig war, aber ich hab's geschafft. Und somit Schrein sogar abgeschlossen, okay. Das war der Schrein eigentlich recht simpel, aber ich weiß jetzt nicht, ob das am Ende gerade so korrekt war, aber ja, wir haben es immerhin geschafft, sind irgendwie hochgekommen. Ich würde sagen, es passt, wow. Oh, Besucher dieses Bandschreins, das war eine böse versiegelt. Das können wir überspringen, kennen wir auch. Ja, somit zwei Segenslichter, die wir wieder haben. Und natürlich die Energie wird auch aufgefüllt. Okay, möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Ich sehe gerade, das passt eigentlich für heute. In dem Schlund sag ich gerade auch. In dem Abgrund könnte man da eigentlich dann im nächsten Part weitermachen. Aber ich würde sagen, für heute wäre es das, wenn wir mal schauen. Das sieht hier auch sehr cool aus, oder? Hier oben. Ach, ist das nicht der Abgrund, wo man in Breath of the Wild den Koga runtergekickt hat? Ich glaube ja, ne? Kann das sein? Ich glaube ja. Das könnte das hier sein, weil hier vorne ist dieser Eingang. Da hatte man ja diesen Bosskampf in Breath of the Wild und er ist ja hier in den Abgrund geflogen. Ja, das ist, glaube ich, das Loch. Mega cool. Und hier kommt man natürlich nicht rein, oder? Ah, versteckter Jäger, okay. Kommen wir da rein? Das wäre natürlich auch Highlight. Wenn man von der Seite reinkommen würde. Ja, das war tatsächlich das Loch, wie gesagt, wo wir in Breath of the Wild den Jäger besiegt haben. Den Koga. Abgrund am versteckter Jäger wäre das ja. Da würde ich sagen, schauen wir dann, wie gesagt, im nächsten Part, vielleicht sogar morgen.